herzlich willkommen wieder bei Familie Spranger und den Shelties vom Ponyhügel. Hier ist unsere Nala und heute möchte ich mal einen Problemhund vorstellen beim Kämmen und Pflegen und Tipps geben, wie man damit umgehen kann. Nala ist nicht bei uns geboren, die ist aus dem Ausland zu uns gekommen, das heißt, sie war schon 4 Monate alt. Das ist nötig wegen der Tollwutschutzverordnung. Und damit war natürlich die komplette Prägephase beim Züchter, also nicht bei uns gelaufen. Und jeder Züchter macht das ein bisschen anders. Wir haben vielleicht auch nicht richtig aufgepasst. Auf jeden Fall zeigte sich dann, dass Nala Probleme hat bei bestimmten Sachen beim Kämmen und das führe ich Ihnen jetzt mal vor. Gestern hatten wir einen Spaziergang im Feld. Die Hunde sind sehr viel getobt und sind schmutzig geworden und dann wollen wir sie jetzt mal kämmen. Das normale Kämmen macht ihr keine großen Probleme, da kann ich einfach drüber kämmen. Das kennst du inzwischen, dass man sich hier so ein bisschen hält. Mal hoch, steh. Aber man merkt schon, dass sie jetzt ängstlich wird, sich nicht hinstellen möchte. Ich halte sie hier stabil unterm Bauch, damit sie nicht ausweichen kann. Aber sie fühlt sich unwohl. Und da muss ich ihr Sicherheit geben und sie halten. Und wichtig ist auch, wenn man merkt, dass sie tatsächlich rumzappelt oder schnappen sollte, dass man sich Unterstützung dazu nimmt. Es ist im vorderen Bereich bei Nala überhaupt nicht nötig. Na, fein, super machst du das. Ne? Das kennt sie schon und es ist auch kein Problem, ihr zum Beispiel an den Ohren mal an den Ohren anzufassen, um zu gucken, ob da Zecken sind. Ich kann auch die Zähne zeigen, das haben wir geübt. Zähne, macht sie aus dem Mäulchen auf, schön vollzahnig, ganz fein. Aber jetzt kommt ihre kritische Stelle. Wir müssen auch mal am Popo kämmen und das kann sie nicht leiden. Da kommt unsere Amira dazu, um da nicht noch zusätzlich Stress zu machen. Hier ist auch Erde, merke ich gerade. Also wir wollen sie jetzt nicht ausstellungsfein machen. Ich will ihr nur das Übliche zeigen, kämmen. Und das kennen viele mit ihrem Hund, dass der Probleme hat. So, wir nehmen sie mal hoch. Du hältst sie bitte auch vorne fest und ich nehme sie hinten. So. Amira hält jetzt den Kopf so, dass sie auch nicht beißen kann und nicht ausweichen. Und ich halte mit der einen Hand unter den Bauch, damit sie sich nicht hinsetzen kann. Nehme dabei die Rute zur Seite. So, damit ich hier hinten dran komme. Da ist nämlich ein bisschen Dreck. Es ist schon alles trocken, das kann man gut rauskämmen. Aber sie kann es nicht ausstehen. Und das Schlimme ist, dass sie als junger Welpe mal gelernt haben muss, wenn ich nur genug zappele oder kratze, dann komme ich frei. Ja, ist gut. Und das hat sie abgespeichert. Deswegen ruft sie das immer wieder auf und versucht es, ob sie nicht doch frei kommt und sich diesem für sie unangenehm doch ein bisschen entziehen kann. Das hat sie fein gemacht. Prima. Dann loben wir sie gleich. Aber es wird jetzt nicht gleich besser für sie. Ja, weil sie auch von unten gekämmt werden muss. Und da kommt jetzt auch noch hinzu, dass sie 9 Monate alt ist inzwischen. Und wir natürlich als Züchter regelmäßig auch schauen müssen, ob sie läufig wird. Das kann ich aber nicht, wenn ich nur von oben gucke. Also musst du dich rumdrehen und Frauchen muss von unten gucken. Und das ist etwas, was sie auch hasst. Also müssen wir ihr Sicherheit geben, aber auch verhindern, dass sie sich einfach freistrampelt. Weil sonst haben wir genau wieder das Gleiche wie beim Kämmen, dass sie lernt, wenn sie sich wehrt, dass sie Erfolg hat. Und wir wollen weder, dass jemand verletzt wird, noch, dass sie sich entziehen kann. Also versuchen wir es nochmal und drehen sie schön rum. So, da kommt gleich Amira dazu. Komm, leg dich mal hin. So, gute Nala. Na, wir haben es nicht eilig. Und jetzt müssen wir dich mal rumdrehen. Ja, sie dreht jetzt schon in die andere Richtung. Warte mal, dann drehen wir sie einfach, wie sie das anbietet, in diese Richtung. So, halt sie vorne fest. Ich halte sie hinten fest. Jetzt muss sie erstmal schön fixiert werden, bis sie sich beruhigt hat, bevor ich irgendwas machen kann. So fein. Das ist ganz wichtig, dass man sich für sowas auch Hilfe nimmt. Der Hund ist noch völlig verspannt und unsicher
Und solange sie so liegt, da würde ich auch nicht bürsten oder nichts anderes machen. Wir warten jetzt, bis sie sich ein bisschen entspannt. Gucken, ob du die Pfötchen noch wieder ein bisschen auseinander bekommst. So, nun ist gut. Oh, komm, mach mal das Köpfchen hier hin. So fein. Prima. So, jetzt muss Frauchen mal gucken. Alles gut. Ja, so ist fein. Ah, sie ist sehr unsicher. Ich kämme sie jetzt noch mal ganz zart. Nur zu Übungszwecken, weil das eben etwas ist, was ihr überhaupt nicht gefällt und was sie trotzdem und gerade deswegen üben muss. Kann ich auch gleich gucken, ob sich hier Zecken hingesetzt haben. Oberschenkel, Innenseite, da ist die nackigte Haut. Und da krabbeln die schnell hin, wenn die im Feld irgendwo aufgelesen wurden. Aber sie ist frei davon. So, jetzt bleibt sie noch einen Moment länger liegen. Prima, Nala. Sie traut sich auch gar nicht zu mir hinzugucken. Ganz unsicher. Aber sie ist jetzt schon ein bisschen entspannter von der Körperhaltung her. Und jetzt darf sie auch wieder hoch. Fein gemacht. Super, Nala. Ja, fein. Ganz toll. Und sie will eigentlich nur nach runter. Aber so schlimm war es gar nicht, ne? Gut. Ich zeige es Ihnen jetzt nochmal mit unseren Junghunden. Vom Junghund bis zum Welpe. Wie wir das üben, wenn wir die Möglichkeit dazu haben, damit eben der Hund in diesem Alter nicht mehr so unsicher ist. Hier haben wir unsere Wupi. Und da wollen wir mal gucken, wie die sich kämmen lässt. Ja, die Wupi war auch gestern mit im Feld und ist ganz nass geworden und dreckig. Meiste dreckig schon abgefallen. Aber da wollen wir jetzt mal schauen, ob wir da gerade mal so drüber kämmen können. So, ist eine feine Wupi. Prima, die kennt das schon. Wupi ist bei uns geboren. Aber da muss man natürlich auch immer weiter mit üben mit so einem Junghund. Diese einfachen Übungssachen. So, steh. Das Kommando kennt sie auch schon, auch vom Ringtraining her. Da kann ich jetzt einfach den Popo ausbürsten, obwohl ihr das auch nicht besonders gefällt. Aber sie setzt sich nicht hin oder weicht nicht groß aus. Die Route. Prima, Wupi. Ja, so fein. So, dann machst du so rum. Gut. Einmal rum. So, einmal rum. Die Wupi. Wupi, Josefei. Prima. Erstmal wieder beruhigen. Nicht gleich überfallen. Alles gut, die Wupi. So ist sie fein. Dann können wir hier ein bisschen weiter kämmen. Unter den Ärmchen. Oder das macht man ab und an, damit sich eben keine Kutzel bilden. Und um zu gucken, gerade wenn man schön im Feld war, ob sie irgendwo Zecken aufgesammelt haben oder ob sie verschmutzt ist. Alles in Ordnung. Und auch als Hündin muss ich bei ihr wieder gucken, ob sie irgendwann mal läufig wird, lässt sich anfassen. Alles fein. Ah, Wupichen. Die Wupi, so fein. Wupi, schön flauschig, prima, da liegt sie schon. Ganz entspannt, muss man gar nicht halten. Ich habe natürlich trotzdem die Hand dran, weil es ein junger Hund ist. Kann sich auch mal erschrecken. So, Wupi, komm wieder hoch. Auf geht's. Wupi, aufstehen, komm. Heute machen wir nicht so lang. So, schönen Sitz. Gucken wir noch mal hinter die Öhrchen. Kein Kutzel in den Öhrchen. Alles sauber. Dann üben wir noch mal Zähne. 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 Schnürzchen auf. Prima. Vollzahnig. Alles sauber. Ganz feine Wupi. Da freuen wir uns. So muss das aussehen. Das ist unsere Sally. Die ist jetzt 4,5 Wochen alt. Und auch mit der üben wir schon so ein ganz kleines bisschen. Einmal auf den Tisch. So, dann habe ich ein weiches Bürstchen. Da bürsten würde ich mal mit durch. Ja, festhalten. So, da reicht noch eine Hand für den ganzen Hund. Prima, macht sie das ganz fein. Ja, ja. Und dann gucken wir mal nach den Öhrchen.
da sind noch keine Zecken. Und dann zeigst du mal deine Zähnchen. So feine, ja, alles nicht so schlimm. So feine Milchzähnchen, aber machen wir nochmal, ne? Ja, super, ja, fein, ja, prima, super. Da muss sie auch am Popochen gebürstet werden, ganz sanft. Aber, dass sie diese Bewegung auch schon kennenlernt. Und natürlich legen wir die Sally auch auf den Rücken. Das ist für einen Welpen überhaupt nichts Ungewöhnliches. Das macht die Mama regelmäßig und legt das Welpchen auf den Rücken, um das zu pflegen. Kommt wieder die weiche Bürste kurz. Super, aber da reicht doch die Hand. Ja, da schimpft schon die Mami, ob das alles so sein muss. Die Jodie, die kriegt gleich dann wieder, ne? Ja, gleich kommt sie wieder. Die Sally, so feine Maus. Ne, da schaust du mich direkt an. Ja, ganz fein, das reicht schon. Ganze feine Maus, prima. Alles nicht so schlimm. Super machst du das hier. Immer schön festhalten. Ich habe hier die Hand drunter. Man denkt das gar nicht, wie schnell so ein Welpe plötzlich losflitzen kann. Manchmal. Aber die ist ganz lieb. Wir machen das auch nicht das erste Mal. Prima. Hast du fein gemacht. Komm mal hoch. Schätzchen. So feine Maus. Das ist die Siva. Die ist jetzt 4,5 Wochen alt. Und auch mit der üben wir jetzt schon ganz vorsichtig ein bisschen bürsten und zurecht machen. Erstmal auf dem Tisch absetzen. Natürlich halte ich sie. Dann kommt ganz sanft die Bürste. Prima. Das ist für sie nichts weiter als eine Streicheleinheit. Mit bisschen Massage. Feine, meine kleine Maus. So, zeig mal dein Öhrchen. Prima. Die Siva. Ja, super. Jetzt halte ich sie gut fest. So, zeig mal die Zähnchen. Prima. So schöne Milchzähnchen. Ja, fein, super. Nochmal Zähne. Ja, so fein. Ganz prima. So, jetzt das Ungeliebte am Popo bürsten. Auch schon vorsichtig machen. Nur, dass sie sich dran gewöhnt. Das war schon alles. Ja, hast du dich erschreckt? Alles gut. Und dann legen wir sie mal rum. Das macht ihre Mama auch regelmäßig mit ihr, um sie sauber zu machen. Und da muss sie auch lernen, dass ich das auch darf. Prima, soll sie sich noch ein bisschen entspannen dabei. Ja, fein, die Siva. Wichtig ist, wenn sie jetzt zappelt, dass sie nicht losgelassen wird, damit sie nicht lernt, dass das zum Erfolg führt. Ja, feine Maus, kleines Kraulerchen. Ja, super, kleines Kraulerchen. So, dann hab ich sie schön. Ja, alles gut. Kommt mal kurz die Bürste. Prima machst du das. Das reicht schon, Schatzelchen. Und wiederum. Super, ganz fein. Ganz feine Maus. Das hat schon gut geklappt mit unserer Siva. So, ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Und Sie können auch mit Ihrem Hund jetzt vielleicht ein bisschen besser umgehen, auch wenn er sich noch nicht gleich von Anfang an gut kämmen lässt. Nehmen Sie sich Hilfe dazu. Und wir freuen uns über einen Daumen nach oben.